Only 13 meters below me is radioactive waste that has been lying around here for decades. This former salt mine contains over 100,000 barrels of radioactive trash. And for over 30 years, water has been pouring in. The shafts and chambers are unstable, and the waste needs to be taken out ASAP. But despite decades of promises to clean this nuclear mess up, not a single barrel has been removed. So how could this have happened? And what's Germany going to do about it? We're headed towards the center of the country, close to the former border between West and East Germany. This entire area has a lot of salt underground. People here used to live from farming for centuries, until a big salt mine opened around 1900, transforming the area. Three shafts were dug out. Mining continued up to 1964, when it stopped being profitable. Around the same time, West Germany was looking for a place to store radioactive waste that had started piling up from the growing nuclear industry. That's when all eyes settled on this particular salt mine. 600 meters, turn left onto K513. We're getting an exclusive tour of the site. Annalena Zimmermann works for the operator of the mine and is taking us underground. And we're ready. So hier jetzt noch ein Dosimeter. Mm-hmm. Das bitte auch am Körper tragen die ganze Zeit. Das misst also die Radioaktivität. Falls was da wäre, dann würde das Gerät ausschlagen. This is our oxygen in case of emergency. Not the best feeling to have to be this prepared. Between 1967 and 1978, around 126,000 drums of low and intermediate level waste were brought here into the Asse 2 mineshaft. Most of it is waste from nuclear reactors, like filters or construction material. A small part is waste from research and medical facilities. But the Asse also contains some uranium and plutonium. All of the waste was stored in 13 chambers, marked here in red. And it's all still lying around today. Oh my God, it's so windy! Oh. I need to hold on to something. Woo! Es kommt ja jetzt wahrscheinlich ein bisschen Druck auf die Ohren. Oh, yeah. Einfach ein bisschen kauen, schlucken und dann geht das schnell weg. You can feel the pressure on the ears. It's really warm actually. Also wir sind jetzt gerade hier auf der obersten Ebene ausgestiegen. 490 Meter Sohle ist das. All of the waste was transported down in this elevator. Das ist alles reines Salz. Genau, alles reines Steinsalz. Also das ganz normale Salz, was man im Salzstreuer in der Küche hat. Okay. Ja. Nur dreckiger. Wow. That looks really scary, actually. For our first stop, we're getting as close to the nuclear waste as possible. Das ist jetzt die Beschickungskammer. Beschicken heißt nichts anderes als einbringen. Also hier drüber war ein Kran, dann kamen die Abfälle, dann konnte man hier diesen Schacht praktisch öffnen und die Fässer konnten alle einzeln durch diese Bohrung eingebracht werden in die Einlagerungskammer, die sich direkt unter uns befindet. Also direkt unter uns? Sind, genau. Direkt unter uns ist vermutlich dieser höchste Punkt da vom Kegel. These barrels were regular metal, not made to hold in radiation. Many may have been damaged while being brought in, and it's unclear how radioactive the inside of the chamber actually is. Also wir stehen hier 12, 13, 14 Meter über den Abfällen und man merkt hier gar keinen Ausschlag, oder? Genau. Also da ist ja wirklich, man sieht hier 0,000
Mikrosievert. Das kommt wirklich dadurch, dass halt dieses Salz so eine gute abschirmende Wirkung hat. Also hier unten sind wir gerade weniger Strahlung ausgesetzt als über Tage in der Infostelle. Da hat man kosmische Strahlung aus dem All, terrestrische Strahlung, also von der Erde. Da hat man irgendwelche Gerätschaften um sich rum. Überall kommt eigentlich Strahlung her, also natürlich vorkommende Strahlung. Und hier unten wird man komplett abgeschirmt durch das Salz. Salt also conducts heat well, meaning that warm radioactive waste can cool down without damaging the salt walls significantly. On top of that, contrary to rock, it can expand and flow, sealing and filling cavities of its own accord, making it hard to permeate. So, great in theory, if there wasn't this not-so-tiny problem with the water. Because the biggest problem the Asse has is that there is a lot of water that's leaking into the tunnels. There are more than 500 leaks in the mine. The Asse, including the chambers with radioactive waste, could fill up with this water. To stop that from happening, the operator BGE is collecting it. We're headed to the main water collection point inside the mine. Dann sieht man hier oben schon an der Decke, an der Fürste, bergmännisch, da sind so Stalaktiten. Da ist es auf jeden Fall irgendwie feucht. Also von da oben kommt halt diese Flüssigkeit hier runter, dass wir die hier im Speicherbecken auffangen können. Das, was hier jetzt ankommt, das ist vollgesättigte Natriumchloridlösung. Das heißt, das ist Wasser, wo so viel Steinsalz drin ist, dass sich nicht mehr Steinsalz auflösen kann. Das kommt von außerhalb des Grubengebäudes hier rein. Das, was hier jetzt lang fließt in dieses Becken, das ist so ungefähr 90% der Lösung, die generell hier ins Grubengebäude kommt. The fact that there is so much water leaking in shouldn't have been a surprise. The two other mine shafts, Asse 1 and 3, already flooded in 1906 and 1924 respectively and had to be closed. Today, about 12,000 liters of water pour in every day. It has to be checked for contamination. Das ist nicht kontaminierte Lösung. Das heißt, die lassen wir vom Strahlenschutz freimessen und dann wird sie auch nach über Tage wieder abgegeben. Was ist mit den restlichen 10% des Wassers? Die kommen an anderen Orten an. Ein Teil kommt auch in der Nähe der Abfälle an. Also das heißt, wir haben auch noch einen kleinen Teil kontaminierte Lösung. Momentan ist es nicht so, dass diese Lösung irgendwie weiter in die Umwelt gelangen kann. Wir können aber nicht sicherstellen, dass das für immer so bleibt und deswegen müssen wir die Abfälle rausholen. But the incoming water is not the only problem. When the salt mine was operational, nobody thought this would become a storage place for nuclear waste. To maximize profits, many tunnels were dug close to each other. Safety precautions and support structures were reduced to a minimum to mine as much salt as possible. The pressure of the rock surrounding the salt constantly pushes against the mine and causes cracks. That's why over 90% of the mine had to be filled up with salt and concrete to stabilize it. And also why a total of over 600 people work here to monitor and further secure the mine. The big question really is, how could this have happened? Man wollte damals, um Geld auch zu sparen, ein ehemaliges Gewinnungsbergwerk nachnutzen. Frank Ehrlich heads the Asse Information Center. Hier kam der Bergbau 1964 zum Erliegen. Es war einfach nicht mehr wirtschaftlich. Und das war genau die Zeit, wo der Bund die Anlage gesucht hat und hat sich dieses Bergwerk hier angeschaut und hat sich am Ende für die Schachtanlage Asse 2 entschieden. Auch wenn die Entscheidung immer umstritten gewesen ist aufgrund der Geologie, des vergleichsweise hohen Alters schon des Bergbaus und der Gefahr von Lösungszutritten. The mine cost 800,000 German marks at the time, which adjusted for inflation would be about 2 million euros today. Seemingly a bargain. Wusste man das damals schon, als es darum ging, ob man die Asse kauft oder nicht, dass es so mehrere Probleme gibt? Man hätte es wissen können, man hat es aber am Ende anders bewertet. Aber die Risiken sind auch damals schon kommuniziert worden. The growing nuclear sector needed a dumping ground fast, so the risks were downplayed. The entire project was supposed to be a quick fix, with little to no thought spared for the long-term consequences. At first, Asse was declared to only be a research storage facility, used for medical and scientific waste only. But actually, almost all of the intermediate and low-level waste from West German nuclear reactors was then dumped here. In the beginning, the waste was stacked. But after a while, barrels were literally dumped into the mine to reduce the radioactive exposure of the truck drivers.
Dump trucks also drove over the waste, damaging many of the barrels. Energy companies didn't pay anything to store their waste until 1975. And we don't even exactly know which type of waste was dumped, because the documentation was very poorly and vaguely done. In 1988, water starts leaking in. Multiple mining shafts collapse, but the public is only informed about the magnitude of the problem almost 10 years later. In 1997, the operator suggests closing the mine with all of the waste inside. The plan does not mention anything about the long-time safety and possible contamination. In 2008, the news breaks that water has been coming into contact with radioactive waste for years. Pools of contaminated water had been collecting right in front of the chambers containing it, and the operator had disposed of it inside the mine without permission. In 2010, it turns out that 10 times more intermediate nuclear waste is stored than was estimated before. Years of political mishaps involving nuclear power prompt protests across Germany. Finally, in 2013, the law Lex Asse is enacted. The government decides that the mine is too dangerous and the waste needs to be taken out. And all the while, every newly appointed responsible minister has come and promised change. Der Staat hat ja auch 40 Jahre zugeschaut. Es muss schnellstens raus. Und das müssen und wollen wir schaffen. Und deshalb ist es auch eine Frage der Glaubwürdigkeit der Politik, dass wir damit ernsthaft und offen umgehen. But not one barrel has been retrieved. 27, 26, 25, 2, 1. Vielen Dank. Keine Kontamination. Oh, happy about that. I know there's a lot of stabilization work and so on going on down there, but not the best feeling to be that close to nuclear waste, to be honest. The problem is, a big removal like this has never been done before. Das Erste, was wir machen müssen, ist, jede der insgesamt 13 Einlagerungskammern erkunden, um zu wissen, wie ist das umliegende Gebirge beschaffen, in welchem Zustand sind die Abfälle. Since many of the barrels are damaged, no human can enter the chambers. They have to be surveyed by remote-controlled cameras like this one and retrieved by remotely operated machines. A new shaft must be built to transport the barrels out. Ja, die Herausforderung ist am Ende auch der Berg, der uns ja Grenzen setzt. Das Bergwerk verformt sich weiter. Wir haben den Lösungszutritt, der dafür sorgt, dass hier ja eine gewisse Gefahr im Vollzug ist. Und deswegen ist die Zeit, die uns damit im Nacken sitzt, halt besonders zu beachten. Das Worst-Case-Szenario ist am Ende ein Lösungszutritt, der technisch nicht zu beherrschen ist, sodass wir dann das Bergwerk aufgeben müssten, die radioaktive Abfälle unter Tage verbleiben würden und dann möglicherweise radioaktive Stoffe über lange Zeit wieder an die Tagesoberfläche kommen. And even if we ignore that frightening scenario, all of this is going to cost a lot of money. Just preparing for the removal will cost an estimated 4.7 billion euros. And that does not include any of the retrieval itself, which is scheduled to start in 2033. The waste is supposed to be sorted in an interim overground facility and then transported to, well, where exactly? Was wir brauchen, ist ein Endlager für die radioaktiven Abfälle und dieses Endlager haben wir noch nicht, wo wir die Abfälle hinbringen können. Das heißt, wir müssen die Abfälle erstmal zwischenlagern. Und das ist der Punkt, der gerade für viele Diskussionen sorgt. Wir haben hier das sogenannte Kuhlager. Das ist eine Freifläche hier auf dem Asse-Höhenzug und nach unseren Planungen würden wir dort gern die Abfallbehandlungsanlage und das Zwischenlager errichten. Das ist unser Plan. Der Standort ist aber in der Region umstritten. Because the Asse mine isn't in a super remote area. Only about 2 kilometers south of it is the village of Remling-Semmstedt, home to a protest group that Heike Wiegel co-founded. Their protest sign is seen throughout the area, and the group rallies together for official political visits. Es soll ja ein neuer Schacht geben und auch ein neuer Schornstein. Und das sind erhebliche Belastungen, zusätzliche Belastungen für diese Region, die sowieso dazukommen. The operator of the mine has calculated the risks of retrieval. But in Wiegel's opinion, they are deliberately underestimating the danger. And an alternative location for the intermediate storage has not been considered in detail. Nobody knows how long the waste would stay here in the region, since the search for a final storage site has not even started yet. Es wird ein Endlager gesucht für hochradioaktiven Atome in Deutschland
Und gleichzeitig wird gesagt, na ja, danach, wenn wir das mal haben irgendwann, dann gucken wir mal, ob wir dort in der Nähe auch den Atommüll aus der Asse lagern können. Das ist schon ziemlich makaber. Wenn man weiß, dass der Atommüll zurückgeholt werden soll, dann müsste man auch jetzt schon danach suchen. Asse shows what happens when you put economic interests before safety. It's a symbol of a time when nuclear power had to succeed, no matter what. And the long-term consequences of the new technology were largely downplayed or ignored. In the end, it's the German taxpayers and not the companies or the government that caused it who have to pay for this mess. If we actually find a location to move the waste to, that is. We can only hope that they can take the nuclear trash out in time and that the worst case does not happen. Did you know about this nuclear mess? Please let us know in the comments and subscribe. We post videos like this every Friday.